Und wieder einmal verlassen wir den Travia-Tempel und rüsten uns aus, schlafen etc. pp. In unserer Lieblingsherberge. Ordentlich essen, jagen waren wir schon seit Wochen nicht mehr. Und wir hätten gerne eine Suite für 6 Tage. Wie schaut es eigentlich im Kalender aus? Wir haben es den 9. Zar. Ich glaube, das ist der 2. Wintermonat. Na, hoffen wir mal. Wenn es der 3. wäre, hätten wir ganz schön viel Zeit verbraucht. So, fast eine Woche geschlafen, beziehungsweise ausgeruht und nichts wirklich Produktives sonst gemacht. Aber das haben sich unsere Helden ja auch verdient. Wir haben jetzt fast ein ganzes Räubernest ausgelagert. Wenn man das Bote den Räubernest nennen will. So, Talana auch fast voll, sehr schön. Pfeile brauchten wir noch, 80 Stück. Wir bräuchten auch noch... Gulmon-Blätter könnten wir immer mitnehmen. Und starke Zaubertränke, aber die wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Du hast jetzt einen starken, warum hast du 2 starke? Der kann auch gleich wieder zu Talana, genau. Der kann weg. So, und hier gab es ja auch eine Kräuterhändlerin, ne? Aber die hatte, glaube ich, keine starken Zaubertränke. Ne, nur normalen. Ah, wir können mal wieder 10 Gulmanblätter mitnehmen. Nur so für unterwegs. 20%. Gwendolyn. Jo. Wurden die gleich mit den anderen zusammengeworfen? Nein, wurden sie nicht. Alles zu Tirik. Der knabbert da drin so gerne dran. Pfeile. 80 Stück. Da wird nicht gefeilscht. Das wird gleich aufgeteilt. 40 Stück zu Jallen. So, wir haben Pfeile, wir haben Astralenergie. Auf, zurück für eine letzte Runde durch die Stadt. Ob wir irgendwas übersehen haben. Denn es waren ja doch recht viele Gebäude da. Und da können wir auch testen, ob sich die Tavernen immer wieder mit Piraten füllen. Aber fangen wir oben an. Da. Das war das erste Gebäude. Da sind wir reingestolpert und dachten, es wäre noch ein richtiges Wachhaus gewesen. Aber nee. So, hier ist ein Privathaus. Da ist ein östlicher Ausgang. Ha. Den haben wir noch nicht besonders häufig benutzt. Wir sind irgendwie immer von Norden nach Süden oder Süden nach Norden durchgerast. So, dann haben wir hier rechts ein Geschäft. Das ist leer. Das ist auch leer. Dann machen wir mal schön reihum weiter zu dem nächsten rosa Gebäude. Jede Menge Alkohol. Da hinten war das Haus des Hauptmanns. Auch nichts wirklich Interessantes mehr drin. 2 Privathäuser. Hier war der Tätowierer. Brauchen wir aber auch nichts mehr von. So, hier 2 rosa Gebäude. Der Wirt. Das war der, der keinen Ärger haben wollte. Versuchen wir ihn nochmal ein wenig zu provozieren. Ihr seid aber keine Sicheln, oder? Das mögen die Götter verhindern. Dann seid ihr hier denkbar falsch. Das hatten wir schon mal probiert, aber er wollte nicht wirklich. Doch sind wir, sieht man das denn nicht? Nicht solange ihr so zugeknöpft seid. Lasst doch mal sehen. Jetzt? Hier? Also hör mal. Meine Zeit ist knapp bemessen und wird nur noch von meiner Geduld unterboten. Außerdem kann ich es nicht ausstehen, wenn jemand unter falscher Flagge fährt. Josur, komm. Und setze unseren armen Lichte hier vor die Tür. Aber tun ihn nicht mehr weh als ein wenig mehr. Das war jetzt kurios. Also er hat uns angegriffen, weil wir so getan haben, als wenn wir Sicheln wären. Als wir direkt gesagt haben, dass wir Fremde sind, war es ihm schnurzegal. Naja, auch komisch. Na gut. Versuchen wir ihn und seine Wache mal möglichst schnell zu erledigen, damit nicht noch mehr Verstärkung kommt.
Du wirst dann wohl Joshua sein. Du haust einfach ein bisschen drauf. So. Du gehst nur mit 3 Bewegungspunkten, weil wir mal wieder keine Kräuter gegessen haben. Und du haust einfach drauf. So. Du schleichst weiter in die Richtung. Du schießt wieder. Und ich denke mal, der läuft weg, bevor Gwen und Girogon da dran sind. Oh, Talana trifft auch mal. Sehr schön. Du bist jetzt dran. Kannst aber noch nicht hauen. Und du bist auch dran. Kannst aber ebenfalls nicht hauen. So, schauen wir mal, ob sie noch zum Hauen kommen. Ja, denn sie schießt daneben. Dafür trifft Tiri gleich richtig schön, wie sich das gehört. Ah, der wird es doch zäher als angenommen. Also zuerst dachte ich ja, er will sich auf keinen Kampf einlassen und so, weil er so schwer zu provozieren war. Aber er steckt gut ein. Aber nicht gut genug. Komm schon, Tiri. Ah. So, das war's mit dir. Und ja, ich liebe diese Zweihand-Axt, die als Schwert gilt. Also als Zweihand-Schwert. Obwohl, ja, wenn man ganz genau ist, der Skill heißt Zweihänder. Auch wenn ich das nicht wirklich sinnvoll finde, aber naja. Goldschmuck und sonst nichts. 6 Abenteuerpunkte und die Kneipe ist leer. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben schon mal eine Sache übersehen. Vielleicht haben wir noch irgendwo anders was übersehen. Denn anscheinend ist wirklich jeder provozierbar. Man muss nur den richtigen Text wählen. Da war noch eine Laute drin. Ja, da hinten ist noch ein rosa Gebäude. Da war das ganze Werkzeug, was wir nicht haben wollten. Was haben wir hier? Oh, oder war hier das Werkzeug? Nein. Das war eine Wachstube. Das war auch eine Wachstube. Der Piratenkönig. Nee, jetzt schaut es wirklich langsam leer aus. Hm. Ich hätte irgendwie erwartet, dass wenn wir hier alles leer räumen, dass irgendetwas passiert. Aber, nö. Ich glaube, ich bin jetzt manche Gebäude auch schon zweimal durch, ja. Nö, na gut, dann sind wir hier soweit fertig. Wir könnten jetzt zurück zur Herberge gehen und da nochmal versuchen weiterzumachen. Aber anscheinend braucht man da mindestens einen Magieresistenzwert von 8. Du bist jetzt mal unser Testsubjekt. Du isst mal ein Belmatblatt und guckst, was passiert. Tiri ist jetzt deutlich widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und Giften. Das war das Falsche. Ich suche das, was Magieresistenz erhöht, wenn es denn so eins gibt. Ein Ilmblatt. Dieses Kraut ist in unbehandeltem Zustand ungenießbar. Gut zu wissen. Shuri-Knolle werden wir garantiert nicht essen. Eine Alraune ist, glaube ich, auch nur eine Komponente. Willst du mich vergiften? Das Zeug nehme ich sicher nicht in den Mund. Okay. Aber schön, dass die Charaktere das wenigstens sagen. Ein Donnefstengel. Vielleicht du? Nein. Eine Yoruga-Wurzel? Nein. Krötenschemel ist ebenfalls ein Gift. Und der Kairanhalm? Auch nicht. Die Tonnesblüte, die brauchen die Elfen normalerweise zum Meditieren und ist, glaube ich, auch Bestandteil von dem Zaubertrank. Aber die kaufen wir eigentlich immer nur. Probieren wir einfach mal, was passiert, wenn wir den direkt essen, wenn es denn geht. Mürrim? Konnte ihn essen. Ohne, dass sie das irgendwie kommentiert hat. Das war sehr hilfreich. Danke, Mürrim. Na gut, so viel zu meiner Hoffnung, dass es irgendein Kraut gibt, das wir dabei haben, was wir schlucken könnten, um nicht versteinert zu werden. Wir haben jetzt noch den Ring. Und wir haben das Stirnreif. Wie viel hat Talana ohne das Stirnreif?
Talana hat so oder so genug. Das heißt, wir können einem Charakter den Stirnreif geben, wir können einem Charakter den Ring geben. Hätten wir schon mal Yallen und sagen wir mal Gwendolyn abgedeckt. Fehlen aber immer noch Gerugon und Tirik. Wir könnten die Gruppe aufteilen. Nee. Ich bin dafür, wir reisen jetzt nach Bremen oder Torval, je nachdem was näher ist. Wahrscheinlich Torval. Gehen dann nochmal zum Kräuterhändler und schauen, ob es da noch irgendwelche Tränke oder Kräuter gibt, die uns helfen könnten. So groß ist der Unterschied gar nicht. Aber ich will nicht schon wieder bei der Herberge vorbei, die ist mir unheimlich. Also zurück nach Warnheim. So, gleich durchgehuscht. Das war doch hier irgendwo. Ich sollte öfters auf Tiriks Karten gucken. Oh, vielleicht ist ja ein Boot da. Keine Schiffe im Hafen. Oh gut. Dann halt... Oh, da ganz hinten. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und da dachte ich, ich kenne die Stadt langsam. So oft, wie wir schon hier waren. Aublock. Nein, wir wollen nicht nach Aublock. Da geht's nach Aublock, da geht's zum Hafen. Wo ist der reguläre Südausgang nach Torval? Oh, hallo Schmied. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen Ausgang übersehen haben. Ja, haben wir. So, Gewaltmarsch. Eine Herberge. Aber es kann nicht dieselbe Herberge sein wie da drüben. Außer die verfolgt uns. Wir kehren mal ein. Und das scheint auch eine richtige Herberge zu sein. Na gut, also schön essen. Schlafen in einer Suite. Und wir meditieren mal ganz bisschen für 5. Und da Myrim ja ohne irgendwas zu kommentieren die Tonnesblüte gegessen hat, gucken wir mal, ob Myrim jetzt auch meditieren kann. Nein, sie hat keine Tonnes dabei. Richtig, sie hat sie gegessen. Wahrscheinlich müssen die Elfen damit irgendwas Besonderes anstellen. Aber gut, schlafen wir einfach. Und reisen weiter. Wärmhack. Hier haben wir uns auch noch nicht aufgehalten, wollte ich gerade sagen. Hier waren wir noch nie. Das kann ich doch gar nicht glauben. So oft wie wir in Warnheim und das Boot unterwegs waren, müssen wir doch irgendwann auch mal nach Torval gegangen sein. Und das hier ist direkt auf dem Weg. Wie spät haben wir es? Wir haben es 19 Uhr. Mein Timing ist echt perfekt. Na gut, ignorieren wir dieses kleine Kaff, auch wenn hier zwei Händler waren. Die werden bestimmt nicht die Kräuter haben, die wir brauchen. So, und seit langem mal wieder eine normale Rast draußen. Kräuter suchen. Hat Yallen überhaupt genug Platz? Ja, hat sie. Dann such mal für 5 Stunden. 2 Wirselkräuter und krötrige Einschemel, wollte ich gerade sagen. Eitrige Krötenschemel. Ja. Und Gewaltmarsch, wir wollen noch nach Torval kommen, aber schaffen es nicht. Na gut, dann müssen wir wieder jagen gehen. Weil sonst reicht der Proviant nicht mehr lange. Du hast gar keinen Proviant. Aber da wir gerade jagen gegangen sind, passt das schon. Und so viel haben wir allgemein auch gar nicht. Also Tirik hat 4, 5. Ja, 5 Stück Proviant haben wir dabei. Na gut, wir sollten eh nicht allzu viel davon mit uns rumschleppen. Denn Gewicht ist selbst dank der Gullmondblätter nicht so sehr zu verachten. Weiter. So, wo war der Kräuterhändler? Oh, das ging ja schnell. Hallo. So, was haben wir? Ja, es gibt noch das. Haben wir noch nicht ausprobiert. Gibt es auch direkt einen Trank vielleicht, der die Resistenz erhöht? Zaubertränke, Schuriknollengiften. Na gut, hier können wir erstmal 3
zwei starke Zaubertränke mitnehmen. Und von diesen Kakteen nehmen wir auch nochmal zwei mit. Die darf dann gleich irgendjemand mal kosten. Und wir probieren 40%. Gwendolyn, sehr schön. Wollt ihr etwas wegwerfen? Ja, okay. Na gut, wirf mal den Hammer weg. Ja. Tirik kann den Angelhaken wegwerfen. Ja. So. Wir haben hier einen Menchal-Kaktus. Magieresistenz 7. Tirik ist jetzt deutlich widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten und Giften. Schön. Das waren jetzt so ziemlich alle Kräuter, die wir im offenen Markt so kaufen konnten. Aber wir schauen uns nochmal um. Vielleicht gab es hier irgendwo noch einen Kräuterhändler. Hier unten war eine Krämerin, das weiß ich noch. Da wollen wir nicht hin. Was haben wir hier? Gorlo, Sohn des Gumblatt. Bei dem hatten wir auch schon ein, zweimal etwas verkauft. Oh, Markt. Kräuterstand. Nichts wirklich Neues. Nö. Raus, raus. Da unten, da oben war ein Waffenhändler. Bin ich mir ziemlich sicher. Jo, Liskolf der Leise. Haben wir noch hier hinten. Krämerin. Ja, Torwall ist doch recht groß. Auch wenn 80% der Geschäfte oder Häuser irgendwelchen komischen Gilden gehört, die uns nicht vorsprechen lassen. Alles Krämer hier unten. Da oben waren wir schon. Müssen wir den nächsten Kartenabschnitt. Nö. Leider nur einen einzigen Kräuterhändler in Torwall. Das ist doch schade. Gucken wir mal ganz kurz zum... Nein. Ich wollte ganz kurz zum Hafen gucken, aber der war nicht hier. Der war andere Richtung. Ob wir vielleicht ein schnelles Schiff nach Bremen finden. Um uns da mal umzuschauen. Keine Schiffe im Hafen. Ankommende Schiffe. In den nächsten Tagen kommen Schiffe nach Efferdrun und nach Warnheim. Warnheim. Sparen wir so wirklich Zeit, wenn wir jetzt ein, zwei Tage hier warten müssen? Nee, komm. Da gehen wir zu Fuß zurück. Nachdem wir abgespeichert haben. LP 070. Und bis gleich.